Back in Balls, back in Balls, Doktor. Und damit hallo zu GTA 5 Online mit den üblichen Verdächtigern, die hier wieder jede Menge Spaß haben. So wie in der letzten Folge. Da haben wir unter anderem den Bacon Orange. Hallo. Demeter. Abend. Bender. Balla balla Dragon Balls. Und natürlich auch den Fjalk. Ich hab so viel Spaß. Ich könnte. Fahrrad? Ja, ich würde sagen, wir nehmen den Cruiser. Ich habe aus dem Grund dummerweise auf zwei Runden umgestellt. Tut mir jetzt schon leid. Aus Versehen, ne? Genauso wie du aus Versehen Ego-Ansicht solche Sachen machst. Nee, also die Ego-Ansicht vorhin, die war Absicht. Das gebe ich. Höchstwillige Absicht. Ja. Aber jetzt haben wir wenigstens eine Klingel. Ich sehe die zwar nicht am Rand, aber ich höre sie. Ringling, ringling. Oder wie dran doch mal. Oh, Ziel abgeschlossen. Nimm mal im GTA-Rennen teil. Boah, mein Daumen tut jetzt schon weh, wenn ich weiß, dass wir hier noch länger fahren. Wieso kann hier keiner auf mich schießen? Also laufen Leute, fahrt sie um. Gibt Bonuspunkte. Ja, also, wir haben auch eingestellt, kein Kontakt, was natürlich bedeutet, ihr könnt immer noch mit Gegenständen Kontakt haben. Hä? Alles gut. Noch. So viel zum Thema mit Gegenständen. Ja. Irgendjemand ist hinter mir auch in die Wand gefahren. Beim Müllcontainer, ja, aber. Entschuldigung, dann halt Müllcontainer. Übergespeiften Pulli. Boah, ist noch weit, ey, mein Daumen. Wollen wir gleich mal eben kurz irgendwie alle eine Minute Pause machen, um den Daumen zu entspannen? Im Eiscafé. Ja. Eiskaffee Dolomiti. So heißen die doch alle. Habe ich gerade mich selber mit, wer auch immer da gerade mich überholt hat, verwechselt, habe auf den falschen Typen geguckt. Ja, also 2,54 Kilometer mal 2. Glückwunsch. Ja. Wie gesagt, was lasst ihr mich auch immer die Play. Wie gesagt, kleiner Tipp, was lasst ihr mich auch immer. Oh, Sender. Du bist falsch. Wo müssen wir denn lang? Oh, nein. Ihr seid alle falsch. Ja. Aber ich habe Angst vor dem, was, wo es mich hinstellen will, ich will da nicht hochfahren. Ich bin angeblich auf Position 1 von 5, was natürlich nicht so ist. Was? Wie jetzt? Oh nee. Warum erwarte ich auch was anderes? Das ist ja ein Dragon Ball Rennen. Wo ist denn der nächste Punkt? Ah, ja. Müssen wir auf der Bahn bleiben für den nächsten Punkt? Also man kann vielleicht da auch abkürzen, wenn man genug Schwung hat. Man kann aber auch, nein, man kann auch beim Runterfahren zu schnell sein, kleiner Tipp. Man kann rausfahren. Achso, das Rausfallen ist aber gar nicht schlimm, weil man kann den Punkt, nee, man muss oben drauf bleiben. Ja, den kriegt man unten nicht. Also auf der Bahn drauf. Auf der Bahn draufbleiben. Oder von einem Weihnachtsbaum erschlagen. Und fahrt lieber nicht zu schnell. Huch. Weil sonst passiert euch das, was Demeter und mir passiert ist, in der Kurve rausgeflogen und nach unten gefallen. Und das ist mir schon wieder passiert. Oh, ist das zum Kotzen. Ich von hinten schubsen. Es kann, Shadow, es ist kein Kontakt drin. Da kann keiner schubsen. Doch, mich hat jemand geschubst. Ich war jetzt. Nein, es kann keiner dich schubsen. Ich hat aber jemand geschubst. Ich krieg diese blöde Runterfahrt nicht hin, ne? Muss ich jetzt hier nochmal komplett die Achterbahn langfahren, um den Punkt zu kriegen? Kann ich weiß rein. Demeter, hast du die Runterfahrt schon hingekriegt? Gott. Ja. Okay. WTF. Nein, ich hab. Oh, ich bin schon wieder runtergefallen. Das gibt's doch nicht. Du musst danach auch noch weiter auf der Achterbahn fahren. Ja, ja. Das habe ich mir jetzt mittlerweile schon gedacht durch die Kommentare der anderen. Fjalk, was hast du? Da musst du dich zurücksetzen, wenn du ein Problem ja, hast. Ja, ja. Das Dumme ist, der Spawnpunkt ist in der Luft. Sobald ich mich bewege, falle ich runter. Also ich stehe hier neben der Bahn. Und solange ich mich nicht bewege, ist alles gut. Versuch mal mit Springen. Ich bin schon wieder runtergefallen. Ich habe jetzt endlich den ersten Punkt nach der Drehung gekriegt und bin wieder runtergefallen.
Ja, und das Ganze haben wir noch ein zweites Mal. Es kann also sein, dass diese Folge noch ein bisschen länger wird. Ja, ich werde das Rennen so nicht beenden können, fürchte ich. Das heißt, ich fahre nochmal die ganze Achterbahn lang. Da habe ich keine Lust drauf. Ich habe zum Glück herausgefunden, dass ich immer durch Zurücksetzen wieder auf der Bahn gelandet bin. So da, wo ich hätte lang müssen. Ja, einfach hier stehen und warte, bis das Rennen vorhin zu Ende ist. Ah, und hier sind jetzt die Punkte viel näher gesetzt. Das finde ich ja richtig kacke im Vergleich zu vorher. Autsch. Ende der Achterbahn kann man wunderschön sterben. Ja, bist du auch mal im Kopf gegen das Schild. Ja. Und das, obwohl wir Helme tragen. Ah, ich glaube, ich habe auch die ähnliche Stelle gerade erwischt, die da Fjalk erwischt hat. Aber Fjalk, man müsste doch eigentlich von unten wieder hochkommen. Wer ist denn jetzt vor mir? Oh, ne? Shadow und... Wer ist denn auf Platz 1? Ich. Ach so. Ach. Na, blöde Frage. Wer ist auf Platz 1? Fjalk, wenn du dort warst, auf der Achterbahn, wo ich auch war, dann kannst du runterfahren und über den Enter wieder reinfahren. Ja, ach so. Ist schon irgendwer in der zweiten Runde? Ja. Okay. Okay. Eine zweite Runde? Oh Gott. Ja, das hatte ich doch gesagt, dass ich einfach dachte, weil bei 2,5 Kilometern, ich hatte nicht drauf geachtet, dass es ein Fahrrad drin ist, dachte ich mir, macht es doch sicherlich Spaß, eine zweite Runde zu fahren. Mhm. Der Spaß ist unermesslich. Hui, hui, hui. Demeter, du brauchst nicht ausweichen bei mir. Ja. Hui, hey, Becken. Hui. Aber das finde ich eigentlich trotzdem, also ich finde, das ist eigentlich, wie gesagt, bis auf, ich finde, eine Achterbahn hätten wir vielleicht noch, aber das ist auch manchmal das Problem als Streckenbauer, man kann die Spots auch nicht zu nah aneinander setzen. Aber wenn da im ersten Abschnitt noch ein oder zwei Punkte mehr sozusagen insgesamt auf der Achterbahn wären, dann wäre das eigentlich ein ganz nettes Rennen. Hätte der kleine Bruder von Scheiße. Ist doch. Ich habe eine Fahrradklingel und die nutze ich auch. Ich hätte wieder. Ich hoch. Kann die Klingel jetzt auch klingeln. Kann ich in die falsche Richtung. Spiel, hör auf mich zu mobben. Also in der Achterbahn, wenn ihr an dem gleichen Spot wie Fjalk und ich sterbt, das ist glaube ich der letzte Spot, bevor man sozusagen wieder beim Start ist, dann fahrt einfach, weil ihr dann runterfallt, fahrt einfach dann nochmal auf die Achterbahn neu rauf und dann kommt ihr auch dahin, wo ihr müsst. Und macht das nicht so scheiße wie ich jetzt gerade und ich setze mich zurück. Ich glaube, ich werde das Rennen... Kein Rücklicht. Wow, also an der Stelle stirbt man einfach definitiv, egal was man macht. Bin ich noch nicht. Nein. Hat irgendjemand von der Achterbahn runtergeschafft, ohne zu sterben? Bei der Ausfahrt? Ja. Wahrscheinlich muss man da einfach langsam sein. Ich fahre super langsam, bin trotzdem im Kopf dagegen und umgefallen. Ah, oh, scheiße. Also diese erste Kurve auf der Achterbahn, die hier, wo Fjalk und ich gerade drin sind, das ist echt meine Hassstelle auf dieser Strecke. Weil ich da nämlich gleich wahrscheinlich wieder zu schnell bin und dann wieder irgendwie rausfliege oder das hinten auf dem Holz dann noch eben verkacke. Oh, diesmal nicht. Diesmal verkacke ich es erst danach? Nee. Oh, es geht sogar. Ich glaube, wir dürfen es nur nicht zu Ende fahren, weil ich vermute, der dritte fährt gleich ins Ziel und das bedeutet ja, dass es dann für uns dann doch recht bald vorbei ist. Obwohl Demeter ist, glaube ich, auch noch unterwegs, ne? Bin hinter dem Shadow. Nein, ich habe auf der Achterbahn einen Punkt vergessen. Das ist aber ärgerlich. Ja, ich dachte, ich wäre da schon raus. Du musst dich halt einfach auf dem Ausgang von der Achterbahn musst du dich ducken. Nach vorne legen und dann stirbst du. Ja, das habe ich gerade noch den zweiten Platz verschenkt, hat Demeter mich noch überrascht. Fjalk. Erstmal knallhart den Fuß genommen gefahren. Schaff ich noch, da 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 schaff ich noch. Ich schaff's nicht. Doch. So. Nee.
Der überlebt da. Ja, warum fahrt ihr auch alle da, wo lang das Schild ist? Man kann doch einfach so rechts über die Treppe runter. Also über die, rechts an der Treppe vorbei. Nicht da unten oben. Der Übergang von dem, genau da, wo der Punkt ist. Da konnte, also ich bin da beide Male so durchgefahren. Genau, hier ja, ich auch mit Ducken. Ah, Ducken wäre eine Idee gewesen, ja. Das war doch eigentlich mal ein ganz nettes Rennen. Ich hab die Tasten heute verwechselt. Ich empfehle es mir. Gut, und dann kommt jetzt das letzte Event von unserem... Der letzte Event. Playlist. Der letzte Event. Heißt den Idiot. Der letzte Event von der Bacon Fun Fun. Und mal gucken, was da kommt. Ach, du heißt Land Fun. Point-to-Point Rennen. Fahrradrennen. Oh, 6 Kilometer Fahrradrennen. Ach, Motorräder. Ich kann auch nicht auf Fahrräder umstellen, es tut mir echt leid. Und ich lasse auch. Nutzfahrzeuge? Motorräder. Ego-Ansicht. Auf. Welches Rad wird euch angezeigt? Carbon RS getuned. Mir wird mein getunte Barty angezeigt. Ja, mir auch. Aber welches Rad wird den anderen? Gibt es irgendwem den kein Rad angezeigt? Getunte Sanchez angezeigt. Jetzt eine nicht. Hätte ich auch. Nimm einfach mal Vindikator. Keine Barty Ahnung. 801, ja. Weiß. Ja, gut, nehm ich jetzt auch. Ich habe noch nicht getunte Barty genommen. Ja, beware of waterflows, ne? Um es mal eben zu sagen. Wir fahren gleich ganz schön viel durchs Wasser, glaube ich. So nach dem Titelbild. Da spring ich drüber. Wiege einfach. Aber ich denke, das nächste Mal darf mal einer von euch die Spielelisten machen. Ja. Dann gibt's nicht so viel Rumgemecker. Das wenn ist wieder nur scheiße, wenn's ausgesucht hat. Da werde ich genauso viel rummeckern. Dann mach doch selbst die Spielerlisten. Kannst auch gerne drum meckern. Konnte man nicht eigentlich. Ach doch, das geht ja immer noch. Ha! L1 oben drücken. Um den anderen mal seine Meinung zu sagen. Das ich hätte mich schon auf wieder eure hier Wahl verlassen sollen. Ein Kontakt, die Barty nehmen sollen. Das nicht. Nee, das ist kein Kontakt. Und meistens, wenn kein Kontakt vorab eingestellt ist, lasse ich das auch drin, weil häufig hat das ja einen Grund. Ach. Zum Not ist das die Strecke halt von... Ja, zum Beispiel. Kann ich einer von euch mal endlich einen richtigen Fahrfehler machen? Außen meine Nase. Doch, keinen kann ich Fehler aber machen, die Vindikator ist total klar. Tja, halt, dreh dich mal um. Ich zeig dir was. Kann ich. Nein, lass die Hose zu. So nah kann ich halt doch gar nicht ran, wenn er was sehen würde. Der Bart wird bestimmt ganz schrecklich kalt und dann sieht man sowieso nichts mehr. Hier, Fjalk. Oh, nee, kann ich dir nicht zeigen, wenn ich steuere. Ich dachte gerade, du hättest eine andere Hose noch einmal. Das ist mal dein knalliges Bohrrad-Hinterteil. Heute auf der Arbeit erfahren, gestern, also ihr müsst jetzt zurückdenken, wenn ihr die Folge seht. Gestern war internationaler Burger- und Kunilingus-Tag. Ja, in dieser Kombination. Könnte ich was dazu sagen, aber dann gebe ich zu viel von mir preis. Das lasse ich jetzt. Oh, scheiße, das war dumm. Gut, endlich mal. Wo man überall diese Dinger hinsetzen kann. Fast ein Bootsrennen. Ist das die Antwort auf den Steak and Blowjob Tag? Ja, so ungefähr. Dabei ist der doch schon die Antwort auf den Valentinstag. Alle verrückt. Ja. Tja, kannst du nicht nochmal einen Fahrfehler machen? Warte, irgendwie nicht. Also, ich warte jetzt darauf, dass irgendwelche komischen Hubbel in der Strecke sind und die mich wieder abschießen, so wie da hinten, aber bis jetzt nicht. Guck mal, hier ist die Ute mit den Typen. Ich lande die ganze Zeit so blöde. Das ist ziemlich dumm, wie ich das mache. Oh, das ist ein kurzes Rennen. Oh, Ziel.
Oh, das war blöd. Also wenn ich jetzt Vierter werde, habe ich selbst verbockt, weil ich dachte, ich bin mal nett und ich warte. Du bist und Vierter. Ich werde dadurch sogar Fünfter. Weil ich gewartet habe. Das ist aber nett von dir. Ja, weil ich dachte, das geht ins Ziel über. Man musste da, dass man da springen muss. Das habe ich nicht gesehen. Aber ich glaube, den ersten hättest du eh nicht mehr einholen. Nee, ach, das ist ja sonst auch nicht unbedingt immer das Wichtigste. Ja. Oh, ich kann es nicht mehr sehen. Hey, wir sind doch jetzt mal wieder. Ja. Gratuliere dir ganz herzlich. Danke. Da war einer einen Vorsprung rausgefahren. Unbedeutend. Er hat nicht mal doppelt so viel wie ich, also ziemlich schwache Leistung. Sorry. Ja, versuch's nächstes Mal. Ich denke, dann sind wir aber auch am Ende unserer Episode angekommen. Und sehen uns dann hier beim nächsten Mal. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.